Okay, mach eine Probe auf Engage in Violence, die Joshua Katz bei seinem Angriff behindern wird. Ah, very good. Joshua, Engage in Violence, minus 2. Engage in Combat oder In Endure Injury? Combat, ja. Engage in Combat. Minus 2. Du stürmst los, du willst versuchen, ihn zu erwischen. Stattdessen spürst du, wie Kostrovs beide Beine sich um dein Unterschenkel winden und dir plötzlich einen Ruck geben, der dich vor den Füßen zieht. Du knallst auf den Boden, verlierst deinen Hammer und deinen Angriff auf Franklin. Felix. Ja, ich würde brüllen, Minaj, bleib stehen. Müssen heraus, wir müssen alle heraus, wir müssen heraus. Bleib stehen, habe ich gesagt. Ich stehe doch eh schon vom Schatten. Wir müssen trotzdem raus, das Schatten, wir müssen das Schatten öffnen. Ihr könnt plötzlich einen Ring von grauhäutigen, blassen Gestalten erkennen, der sich langsam um euch enger zieht. Hinter ihnen triumphiert auf einem Maschinenteil sitzen Martha Mills und lacht lauthals, während sich ihre Anhängerschaft langsam an euch heranbewegt. Ihr könnt Lydia sehen, das junge Mädchen mit dessen gebrochenes Bein hinter sich herschiebt, das Felix Jenner im Suff überfahren hat. Ihr könnt die vier Patienten von Dr. De Hamry sehen, die er in den Selbstmord getrieben hat. Ihr könnt eine ältere Frau mit eingeschlagenem Schädel sehen, Laura Katz, die Joshua umgebracht hat, weil sie seinen eigenen Plänen im Weg stand. Und sie alle halten auf euch zu, ziehen den Kreis enger, wenn Martha Mills Gelächter immer wahnsinniger wird. Vergesst nicht den Preis. Ihr müsst Franklin für mich töten. Ihr werdet niemals hier rausfinden. Du hast deine Versprechen nicht gehalten. Du kannst deine Versprechen gar nicht halten. Warum sollte ich für dich etwas tun? Ah, Kunal, du dummer Junge, du wartest auf einen Engel, der nicht kommen wird, um dich zu retten, weil er hier keine Macht hat. Tötet Franklin, tötet ihn endlich! Ja, dann versuche ich gerade mal mit Kostroff um meinen Hammer zu ringen. Was ist das wieder? Engage in Combat? Mach mal Act Under Pressure. Na komm, Kostroff. Du schaffst es, ihn von dir wegzustoßen, aber du bist immer noch unbewaffnet. Zwischen dir und Franklin steht dein Assistent. Ja, wenn er versucht, an mir vorbeizukommen, dann gebe ich ihm erstmal auch einen Tritt in die Rippen und versuche mich dann in die Richtung des Hammers zu bringen, wo ich dann Minaj sehe. Minaj, gib mir den Hammer! Mir den Hammer, ich brauche ihn! Nein, kein Hammer. Franklin muss nicht getötet werden. Bist entlassen! Und dann Ja, stürme ich Feind an ihm feiert. vorbei oder versuche es. Du versuchst mit bloßen Fäusten Mills zu attackieren. Ich würde in das Knäuel schießen. Aus Minaj, Katz und Mills. Okay, Minaj, möchtest du Cats versuchen aufzuhalten oder lässt du ihn passieren? Nein, ich würde versuchen, wegzustoßen, während er mir vorbei ist. Okay, dann würfelst du bitte Engage in Violence. Felix Jenner, würfel bitte Engage in Violence. Aiden macht sich, während er in diese Richtung krabbelt, er will immer noch in die Richtung Mills. Aber ihm gehen die Worte von Kunal auch nicht aus dem Kopf, dass sie nicht töten müssen und dass sie ihre Versprechen nicht halten kann. Und er fragt sich auch, wenn sie hier so viel Macht hat, warum tötet sie ihn nicht selber? Aiden, in deinem Kopf setzt sich plötzlich ein Puzzle zusammen. Du erinnerst dich jetzt wieder mit absoluter Klarheit an das, was hier unten passiert ist. Du erinnerst dich daran, wie Franklin Mills
Jennys Bedford an die Maschinenteile gekettet hat, wie er angefangen hat, mit weißem Pulver seltsame Linien in den Boden des Maschinenraums zu zeichnen. Du erinnerst dich daran, wie er angefangen hat, ihre Schlagadern zu öffnen und ihr Blut in den Raum zu vergießen. Und du erinnerst dich daran, wie er ihren Leib aufgeschnitten hat, ihre Gedärme herausgeholt hat und seltsamen geometrischen Mustern am Boden ausgebreitet hat. Alles, während Jenny Spedford gegen jeden gegen jedes physikalische Gesetz bei vollem Bewusstsein ihre Schmerzen lauthals herausgeschrien hat. Und du kannst dich daran erinnern, wie Franklin Mills zu guter Letzt Jennys das Herz herausgeschnitten hat. Und in dem Moment, wo diese schattenhafte Gestalt den Raum erfüllt hat, das Herz verspeist hat und eine seltsame Formel, eine Art Zauberspruch gesprochen hat, und von dem Moment, wo der Zauberspruch gesprochen war, war der Schatten plötzlich gebannt, sich im Raum verteilt, als würde er nach etwas suchen, aber als könnte er es nicht finden. Kunal, du versuchst dich deinem Chef entgegenzustellen und er stößt dich mit dem Ausbruch der Kündigung von sich weg. Du segelst rückwärts ein paar Stufen die Treppe herunter. Und dann ist Katz steht direkt vor Mills, als es plötzlich wieder knallt und Felix Jenner seine letzte Patrone verschießt. Und versucht, Franklin Mills zu erwischen. Katz oder mich? Also, mich oder Mills? Mills, oder? Ja, ich hätte einfach wild in das Knäuel geschossen. Ach so, ja, stimmt. Okay, würfel mal. Würfel mal Engage in Combat. Ey, ich hatte die 13 gewürfelt, ne? Ah, du hast schon gewürfelt. Die 13. Du triffst, aber du triffst die falsche Person. Joshua, endure injury minus 2. Ja. Ich spüre nur noch Wärme, die an meinem Rücken ruht. Ich will weiterlaufen, meine Knie sacken einfach ein, ich begreife es nicht. Ich will meine Arme heben, ich kann sie nicht heben, sie sind tonnenschwer und ich sinke einfach hernieder. Franklin ist der Engel. Hast du eine kritische Wunde genommen oder bist du bewusstlos? Ich hatte bisher eine Serious Wound. Ich nehme eine weitere Serious Wound oder eine kritische, ne? Kritische. Critical Wound. Ja, dann querschnittsgelähmt oder sowas. Mhm. Rückenmark getroffen. Joshua sinkt zu Boden, als wenn eine Kugel sich irgendwo in seinem Beckenbereich versenkt und ihm offensichtlich das Rückenmark zertrennt, teilweise. Er sinkt zu Boden, als würden seine Beine sich plötzlich, als würden sie einfach unter ihm wegknicken, wegsacken. Felix, deine Pistole ist leer geballert. Ja, Kunal. Geh weg. Kunal. Was möchtest du versuchen? Also, Kunal ruft, Franklin ist der Engel, Franklin kann uns noch retten. Und ich versuche, die Stufen wieder hochzukommen, die ich gerade runtergeschubst worden bin. Steige über meinen Chef hinweg, Staatsanwalt Joshua Kratz, der am Boden liegt, und versuche wieder zu Franklin hinzukommen und sage zum Franklin: Steh auf, wir müssen das Rad drehen. Oder halt sie auf und ich drehe das Rad. Und damit meine ich natürlich das Rad an der Tür und ich fange wieder an und versuche die Tür zu öffnen. Franklin, halt sie auf. Er schaut dich völlig entgeistert an. Hebt dann plötzlich den Hartgummiknüppel und schlägt zu. Würfel bitte avoid harm. Gerade rechtzeitig stößt du dich von der Stahltür weg, als du siehst, dass Franklin Mills mit dem Schlagstock ausgeholt hat und versucht hat, dich zu erschlagen. Aiden,
was tun. Aiden rappelt sich auf und brüllt zu Jenna. Ja, obwohl er seine Waffe jetzt wahrscheinlich leer geschossen hat, den Angriff gleich fortsetzen wird. Jenna! Wir müssen ihn hier rausschaffen. Er ist der Schlüssel. Kunal hat recht. Er muss hier raus. Wir müssen ihn hier rausbringen. Draußen hat sie keine Macht mehr. Und dann würde er sich in Richtung Kunal und Mills fortbewegen, wobei er jetzt als erstes Mills zumindest irgendwie ruhig stellen muss. Weil irgendwie, also er ist zwar der Schlüssel, aber er scheint sich dagegen auch zu wehren. Er muss auf jeden Fall rückgestellt werden. Was willst du versuchen? Er will Mills angreifen oder davon abhalten, naja, Kunal totzuschlagen, sodass Kunal sich weiter seiner Aufgabe widmen kann. Okay. Dann würfel bitte Act Under Pressure. Okay, du schaffst es mit einer schnellen Bewegung, Franklin Mills zu entwaffnen, ihm den Knüppel wegzunehmen, ihn auf die Knie zu zwingen und zu Boden zu drücken, während Kunal sich an der Tür zu schaffen macht. Joshua, du liegst quasi genau neben Franklin Mills, der jetzt unter Aiden Kostroff liegt und zu Boden gedrückt wurde. Felix, du kannst zu den anderen aufschließen. Und ihr seid alle im Bereich des Portals. Als plötzlich die Krankenschwester vor euch steht. Martha Mills im Kostüm einer Krankenschwester aus den 70er Jahren steht plötzlich vor euch und wackelt mit dem Zeigefinger. Jungs, ihr scheint es immer noch nicht verstanden zu haben, oder? Ihr müsst Franklin töten, wenn ihr diesen Ort verlassen wollt. Ich kann euch ansonsten nicht gehen lassen. Einer von euch muss doch den Mumm in sich haben, diesen elenden kleinen Bastard kalt zu stellen. Sie lügt. Sie kann es selbst nicht tun. Wenn keiner von uns es tut, kann sie es nicht tun. Aber wenn ihr es nicht tun könnt, werdet ihr diesen Ort nie verlassen. Dann werden wir dieses Spiel bis in alle Ewigkeit weiterspielen. Ich würde mich umgucken. Sind die anderen Gestalten da immer noch so zu sehen? Ja, die sind quasi direkt am Fuß der vier Stufen, die zu der kleinen Plattform hochführen, wo das Stahlschott ist, also wo ihr alle seid. Es trägt keiner mehr eine Schusswaffe im Moment. Wir können alle sehen, dass sie ihre Rasierklingen, Eisenketten, abgebrochenen Eisenstangen und sowas so in der Hand halten, als würden sie euch im nächsten Moment angreifen wollen. Ja, dann würde ich auf... Ja, ich bin ja Latino. Ich würde auf Spanisch anfangen, das Vaterunser zu zitieren und versuchen, die Tür mit aufzumachen. Martha steht da, lächelt nochmal hämisch, dann schnippt sie in die Finger. Darf ich behilflich sein? Sie schnippt einmal und das Eisenschott öffnet sich von ganz allein. Es geht einfach auf. Und gibt den Weg dahinter frei. Ja, dann würde ich nach Kostroff und Mills packen und sie durchs Schott ziehen. So gut es geht. Ja, Kostroff würde, sobald er sieht, wie das Tor aufschwingt, Mills ebenfalls auch hochziehen, sich in die Richtung bewegen. Gut, ihr zieht Mills, ihr schleppt. Was macht ihr eigentlich mit Cats? Der ist querschnittsgelähmt. Der bleibt liegen. Sieht man das so? Also liegt da jetzt einfach nur ein regloser Körper? Na, reglos ist er nicht. Er ist bei Bewusstsein, aber er blutet gewaltig aus dieser Wunde und er kann offensichtlich seine Beine nicht mehr benutzen. Krampft wahrscheinlich gerade so ein bisschen rum, also zuckt. Schön.
Los, ihr schnappt euch den Anwalt und den Doktor und ich schaffe Mills hier raus. Ich ziehe Ketze an einer Hand hinter mir her. Ich schleife ihn über den Boden. Kann ich? Mehr kriegt Kunal nicht hin. Doktor DeHamrel noch erreichen? Zu weit weg. Auch jenseits der Angreifer. Und außerdem definitiv tot. Ja, dann gehe ich lieber mit Mills raus. Gut, ihr schleppt Cats und Mills aus dem Maschinenraum heraus. Ihr zerrt ihn über die Treppe hinauf, die jetzt plötzlich wieder an genau der Stelle ist, wo ihr vorhin runtergekommen seid. Ihr schleppt die beiden die Treppe hoch und ihr schleppt sie über das Außengerüst am Rand des Schiffs entlang in Richtung des Übergangs zum Dock. Ihr könnt sehen, dass jetzt plötzlich ein ganz fieser Nebel aufgezogen ist, der das ganze Dock einhüllt und der es schwierig macht, irgendetwas, das weiter als 20 Meter vom Schiff entfernt ist, zu erkennen. Ihr schnappt die beiden und ihr hieft sie auf die Landebrücke und ihr rennt mit ihnen, zieht sie, zerrt sie, stolpert mehr als das hier lauft, die Landebrücke hinunter und aufs Dock, und da müssten eigentlich eure Fahrzeuge stehen, und ihr blickt auf und ihr steht auf einmal in der South Warring Street direkt vor Martha Mills Haus, völlig umgeben von Nebel. Und Martha Mills steht da in ihrem Hausfrauen-Outfit und mit einem gewaltigen Hackbeil in der Hand. Das wirft sie über den Rasen in eure Richtung. Auf halbem Weg bleibt es liegen. Ihr schaut euch ratlos an. Ich habe es euch gesagt, Jungs, wir können dieses Spiel eine ganze Ewigkeit spielen, aber es endet damit, dass ihr Franklin tötet. Oder eher euch. Ich will meinen Sohn zurück! Keiner wird es aufnehmen. Keiner wird das Hackbeil aufnehmen. Du lügst. Sie schaut so ein bisschen, als würde sie jemanden suchen, den sie ansprechen möchte, aber nicht finden. Franklin, hier spricht deine Mutter. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wenn du mich hören kannst, solltest du das wissen. Ich kann dir nichts tun. Dein Ritual hat funktioniert. Du bist vor mir sicher. Außer ich finde jemanden, der dich für mich tötet. Aber wenn du natürlich schneller bist als sie, dann verdreht sie die Augen, geht in Richtung der Veranda und fängt an, Blumen zu gießen, während Franklin Aiden, den du immer noch einigermaßen in Schach hältst, auch wenn er keine Fesseln mehr trägt, plötzlich den Blick auf das Hackbeil richtet und versucht, sich gegen dich zu wehren. Aiden hält ihn so nieder, drückt ihn auf den Boden und sagt: Ich verstehe, was du getan hast. Das macht Sinn. Können wir irgendwas tun? Ich muss hier weg. Ich muss weg von hier. Sie wird mich umbringen. Sie wird mich umbringen. Ich muss schneller sein. Geh runter von mir, verdammter Kopf! Ich würde zum Hackebeil gehen. Während er ihn mit Franklin am Kämpfen ist, hält dich wahrscheinlich niemand davon ab. Ja gut, dann nehme ich das Hackebeil doch auf und guck auf Krostoff und Mills. Verdammt nochmal! Lass mich los! Lass mich los! Du musst mich loslassen, der wird mich umbringen und dann sind wir alle verloren! Leg das Beil wieder hin! Tja, du hast sie gehört. Sie kann ihm nichts tun. Und wir kommen hier nicht weg. Wir sind irgendwo zwischen Erde und Hölle gefangen und
Ich will doch nur nach Haus. Ich will doch nur schlafen. Mills, wenn du dich retten willst, dann mach verdammt nochmal das Maul auf. Jetzt! Detective! Detective! Ich weiß, was wir tun können. Ich weiß, was wir tun können. Aber wir müssen zusammenhalten. Wir müssen an einem Strang ziehen, ja? Ich schlag zu. Das tun wir da schon. Du schlägst zu. Aiden, willst du versuchen, ihn davon abzuhalten, Franklin zu töten? Ja, Kunal wird das auch tun. Wenn ihr ihn abhalten wollt, würfelt bitte auf Engage in Violence als Hinderungsprobe für Felix. Okay. Felix, du gehst auf die beiden zu. Kunal ist der Erste, der sich dir in den Weg stellt und versucht, dich aufzuhalten. Aber er ist zu schwach. Er ist nicht dafür gemacht für solche körperliche Auseinandersetzungen. Du schwingst einmal mit der flachen Seite des Beiles und stößt ihn von dir weg, schmeißt ihn zu Boden. Und dann ist da nur noch Aiden. Er versucht, mit der Hand dazwischen zu gehen und deinen Angriff abzuwehren. Du bekommst minus 2 auf deine Engage in Violence Probe gegen Franklin Mills. Engage in Combat mit minus 2. Aiden, du springst auf, lässt von Franklin Mills ab, der da unter dir liegt. Du versuchst in das Beil reinzugreifen, während Felix versucht, dich von sich wegzudrücken. Er geht mit der linken Schulter nach draußen, stößt dich, checkt dich, Body tackle dich von Mills runter und dann saust das Beil runter und erwischt Mills im Genick, durchdringt seinen Hals, steckt bis fast zum Schaft im Boden drin und dann ist plötzlich Stille. Kunal, Aiden, ihr liegt da am Boden. Felix, du hast Franklin Mills Kopf vom Rumpf getrennt, fällst erschöpft zurück. Ihr könnt sehen, wie Martha Mills sich langsam nähert. Zufriedenes Grinsen im Gesicht. Sich zu dir herunterbeugt, Felix. Gut gemacht. Mr. Jenner, sehr gut gemacht. Endlich haben Sie es begriffen. Das haben Sie wirklich, wirklich gut gemacht. Ich habe es Ihnen versprochen. Lydia vergibt ihn. Natürlich tut sie das. Sie hat gar keine andere Wahl, als ihn zu vergeben. Und Sie bekommen William. Versprechen Sie mir, dass Sie auf der anderen Seite gut auf ihn aufpassen. Er hat ein schlimmes Trauma durchgemacht und er braucht dringend eine Bezugsperson, an der er sich aufrichten und sich an das Leben in Elysium gewöhnen kann. Gehen Sie jetzt, Detective Jenner. Gehen Sie jetzt. Mehr Tränen der Wut und Verzweiflung fließen mir übers Gesicht und anscheinend habe ich innerlich irgendwo den Antrieb, dass ich weiß, wohin ich gehen muss. Ein kleiner Junge schließt sich dir auf deinem Weg an. Der Nebel lichtet sich, als du auf den Gehweg trittst und die Straße entlang gehst. Und ein kleiner Junge in einem sehr hart Brett aussehenden Sonntagsanzug schließt sich dir an, geht neben dir, greift dich bei der Hand. Sie bringen mich also nach Hause, Detective? Ich bin William. Aber Martha sagt, meine Freunde dürfen mich auch Billy nennen. Ich greife die Hand, ich gucke ihn an und hab so ein halbstarkes Lächeln nur auf dem Gesicht und gehe mit ihm weiter. Am Haus von Martha Mills ziehen derweil die Purgatinen ihren Kreis enger um Staatsanwalt Katz, um Aiden Kostroff und Kunal Minaj. Und auch um Dr. Caleb D. Hamray, der von zwei seiner Opfer herangetragen wird. Martha Mills, schaut euch alle vier an. Was soll ich sagen, Jungs?
ihr habt noch viel zu lernen. Aber wir haben eine ganze Ewigkeit Zeit, um es euch beizubringen. Das ist doch was Gutes, oder? Jetzt gehen wir erstmal hinein und setzen uns an den Tisch und stärken uns ein bisschen, nicht wahr? Damit ihr auch kräftig genug seid für die ganzen Quälereien, die ich mir für euch ausgedacht habe.